Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Fraktion stellt heute hier den Antrag zur Waldpolitik und zur Zukunft des Landesbetriebs Wald und Holz, weil wir der Meinung sind, dass dieses wichtige Thema, was für die Zukunft des Walds in Nordrhein-Westfalen von hoher Bedeutung ist, dass wir diese Debatte hier im Landtag führen müssen. Wir sind der Meinung, dass der Landesbetrieb ein wichtiger Baustein ist in Nordrhein-Westfalen, um unsere Wälder auch in Zukunft gut nutzen zu können, nachhaltig aufzustellen, auch Fragen wie Klimawandel und Waldnutzung in Zukunft eben bewältigen zu können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Ausschuss haben wir es ja auch schon manchmal diskutiert, wir wissen das, in Nordrhein-Westfalen haben wir grundsätzlich eine andere Waldbesitzerstruktur als in anderen Bundesländern. Wir haben vergleichsweise wenig Staatswald, wir haben wenig Kommunalbesitz, wir haben auch wenig privaten Großwald, wir haben einen sehr hohen Anteil an sogenannten Bauernwald- und Kleinwaldbesitz. Das ist für eine Landespolitik eine große Herausforderung, diesen Wald vernünftig betreut zu kriegen, diesen Wald im Sinne eben von Landeswaldpolitik eben auch aktiviert zu kriegen. Wir wissen, dass viele der Kleinwaldbesitzer den Wald eher passiv nutzen, ihn teilweise eben gar nicht nutzen. Und dass wir immer das Problem haben, aus diesem großen Kleinwaldbesitz, den wir haben, eben die Holzvorräte, die wir ernten wollen, die als nachhaltiger Rohstoff ja auch genutzt werden sollen, die überhaupt zu gewinnen. Wir brauchen an der Stelle, und das ist in der Vergangenheit gerade durch die Förster des Landesbetriebs immer hervorragend geleistet worden, eine Aktivierung dieser Wälder. Wir brauchen die Beratung der Försterinnen und Förster vor Ort. Und es gibt ja Schätzungen, wonach eben etwa ein Drittel der, Holzeinschläge, die wir im Wald in Nordrhein-Westfalen haben, ein Drittel von den Förstern des Landesbetriebs angeregt werden, dass die auf Waldbesitzer zugehen und sagen, hör mal, dein Wald, ich sehe das, da ist der Holzzuwachs da, jetzt müssen wir da mal rangehen, mach das mal, da muss Einschlag passieren. Und ich glaube, wir alle wollen das. Wir wollen den nachhaltigen Rohstoff Holz nutzen. Und von daher können wir das auch alle nur gemeinsam positiv sehen. Wir wissen auch, dass durch die Einheitsforstverwaltung, also der Förster, der zum einen hoheitliche Aufgaben hat, der aber zum anderen eben auch die Beratung der Waldbesitzer vornimmt, die Betreuung vornimmt und zurzeit eben auch noch den Holzverkauf für die Waldbesitzer macht, bündelt, dass der im hohen Maße vor Ort eine Vertrauensperson ist. Ich glaube, es gibt nur wenige staatliche Beschäftigte, die einen so hohen Vertrauensvorschuss vor Ort haben, wie gerade die Försterinnen und Förster. Und unsere Förster besitzen vor Ort die notwendigen Kenntnisse. Sie sind langjährig am Ort ansässig, haben da ihren Dienstsitz. Sie kennen die Wälder, sie wissen, wann man aus Wäldern das Holz rausholen kann, wo man befahren kann und so weiter. Sie haben auch die notwendigen Fachkenntnisse, gerade eben auch jetzt im anstehenden Umbau der Wälder. Klimawandel habe ich eben schon genannt, um auch das zu bewältigen. Und ich will zwei Beispiele erwähnen, wo wir sehen konnten, wie gut diese Betreuung funktioniert in den letzten Jahren. Das eine war, wir hatten eine Debatte überhöhte Wildbestände, dramatisch überhöhte Wildbestände im Revier Kleinenberg. Und wir hatten die Debatte rund um Weihnachtsbaumkulturen im Sauerland. In beiden Fällen gab es einen lokalen Konflikt um die Thematik. Und da waren die Förster vor Ort Mediatoren, kann man glaube ich so sagen, haben den Prozess auch moderiert und die waren da an der Stelle wichtig. Wir sind der Meinung, dass es diese Rolle, diese besondere Rolle, die Förster haben an der Stelle, dass es die gilt, auch in die Zukunft hineinzutragen. Dass wir wollen, dass sie auch zukünftig diese Beratungsleistung erbringen können und nicht in Zukunft nur rein hoheitlich tätig sind. Ich glaube, dass wir da was vor Ort verlieren würden. Gefährdet ist das Ganze, das wissen wir durch die Debatte ja auch im Ausschuss, und die wir hatten, durch das Kartellrechtsverfahren an der Stelle. Und es ist zurzeit seit einigen Jahren ja schon ein Schwebezustand da. Und dieser Schwebezustand schwebt eben wie ein Damoklesschwert, sowohl über die Waldbesitzer, die sich fragen, wie geht die Holzvermarktung weiter, schwebt aber auch wie ein Damoklesschwert über die Beschäftigten, die natürlich im Landesbetrieb sich fragen, wie werden wir weiter beschäftigt, wo wird unser Arbeitsplatz sein, wie können wir die weitere Struktur erhalten, gewährleisten. Ich glaube, es ist deshalb auch wichtig, dass wir diese Debatte hier im Landtag führen, um auch mehr Öffentlichkeit in dieser Frage herzustellen. Die Entscheidungen stehen an. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass der Landesbetrieb und die Mitarbeiterschaft in diesen Prozess noch intensiver eingebunden werden. Wir wollen das jetzt mit diesem Antrag
ändern. Dabei geht es nicht, ausdrücklich nicht um parteipolitische Profilierung, sondern es geht darum, diese Debatte zu führen, dass wir diese Debatte gemeinsam miteinander führen, dass wir es hinbekommen, eben gemeinsam die Zukunft des Landesbetriebs gut aufzustellen, eine gute Zukunft da hinzubekommen. Und ich würde mich freuen, wenn wir im Ausschuss gemeinsam zielgerichtet diskutieren. Besonders würde ich mich freuen, wenn wir am Ende einen gemeinsamen Antrag in dieser Sache noch hinkriegen können. Vielen Dank.